Für mich war wichtig, dass wir an den Stellschrauben für die Gemeinkosten zum Beispiel auch arbeiten. Mit unserem alten System waren wir nicht in der Lage, die Daten aus unserer Warenwirtschaftslösung automatisiert ins Schachtelsystem zu übernehmen. Das war für uns ein ganz wichtiger Faktor, da doppelte Arbeiten abzuschalten. Irgendjemand gibt alles in die Warenwirtschaft ein und wir mussten immer noch ins Programmiersystem nochmal einmal alles eingeben. Wir sind auf WeCam gekommen, weil für mich WeCam immer schon in den letzten Jahren als großer Markenname irgendwo in dem Bereich ein Begriff war. Ich habe Empfehlungen bekommen von anderen Unternehmern, die im selben Bereich wie wir tätig sind, befreundete Unternehmen, die seit Jahren mit WeCam arbeiten und mir gesagt haben, das musst du dir mal anschauen, und das haben wir daraufhin auch getan. Also wir haben WeCam ganz klar auf die Probe gestellt mit unseren Stanzmaschinen. Stanzen ist ungleich komplexer als Laserschneiden. Laserschneiden habe ich nur ein Werkzeug, Strahl ein, Strahl aus. Mal ganz banal gesagt, beim Stanzen habe ich Werkzeugreihenfolgen, habe ich Werkzeugtechnologien, da bewegt sich meine Tafel, da habe ich nicht nur ein stillliegendes Material. Da unterscheidet sich für mich bei einem Programmiersystem definitiv auch die Spreu vom Weizen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir morgen mit den Maschinen arbeiten können, die wir vielleicht technisch für richtig halten. Der Markt ist sehr breit. Wir haben auch einen ganz heterogenen Maschinenpark und wir möchten eigentlich die Maschinen nicht nach der Software aussuchen, die wir vielleicht im Haus haben, sondern nach der Aufgabenstellung technisch, wie wir sie benötigen. Und da sehe ich bei WeCam durch dieses wirklich offene System und diese jahrelange Erfahrung am Markt, wie viele Maschinen überhaupt jetzt schon ansteuerbar sind. Die Anzahl Postprozessoren, die WeCam anbietet, ist so gigantisch groß, dass für mich alleine schon ein Zeichen von Kompetenz ist und von Möglichkeiten für meine Zukunft. Ich kann mich also einfach auf meine Technologie konzentrieren und lasse mich nicht von meinem Kammsystem einschränken.